Jetzt bin ich rot im Gesicht. Ah. Ey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wie fange ich denn an? Ey, da ist ein Flugzeug. Ey, das ist das erste Mal, dass ich gerade ein Flugzeug hier aus dem Fenster sehe. Guck mal, voll groß. Flugzeuge richtig spektakulär. Ja Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe mir für heute was ganz Besonderes überlegt. Das letzte Jungs-Mädchen-Thema liegt schon wieder etwas in der Vergangenheit. Deswegen habe ich mir gedacht, ey Alex, du hast ja früher ganz früh schon auf diese Jungs-Mädchen-Schiene aufgegriffen oder aufgefahren. War das jetzt richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen ja früher schon von mir diese Videos, so beeindruckt man den Jungen oder sonst was. Sowas will ich gar nicht mehr machen. Ich meine, ich habe jetzt so eine große Community und so könnt ihr bitte leise sein. Das hört man. Also folgendes, ich habe jetzt so eine schöne Community, deswegen interessiert mich eigentlich viel mehr eure Meinung. Meine Meinung könnt ihr euch noch ansehen von vor 2 Jahren, die hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Aber ich habe euch auf Snapchat und Instagram gefragt, mal kurz eingeblendet, ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr mir da folgt. Sorry, dass ich wieder so lange laber, das ist halt wieder echt extrem. Also erstmal, was findet ihr Mädchen an uns Jungs oder an Jungen generell attraktiv? Ich habe mir da 10 Punkte rausgesucht, war echt zum Teil überrascht. Und die gehen wir heute mal zusammen durch und ich sage da ein bisschen meine Meinung zu. Und ja, wenn ihr Bock habt auf das Gegenstück, also Dinge, die Jungs an Mädchen wirklich attraktiv finden, dann brauche ich jetzt meine Jungs hier. Schreibt in die Kommentare. Meine Meinung will ich dazu gar nicht mehr abgeben. Es geht nur um euch. Ich kommentiere darauf ein bisschen und ich bin gespannt. Bei 15.000 Likes kommt das Video. Let's go. Super witzig. Das ist wirklich Comedy hier. Ah, ist das witzig. Hör jetzt mal bitte auf, Juri. Ohne Spaß. Wenn ich jetzt wieder anfange, dann machst du wieder weiter, ne? Ach so, Leute, und ganz kurz noch. Ich habe euch ganz oben in der Videobeschreibung noch ein Video von mir verlinkt, was noch nicht ganz viele von euch gesehen haben. Das wurde irgendwie nicht ganz so gut angezeigt. Deswegen checkt das ab. Lohnt sich auf jeden Fall. Und mehr wollte ich gar nicht sagen. Jetzt viel Spaß. Also erster Punkt, ich fange jetzt erstmal mit den Sachen an, die ich wirklich bestimmt 200 Mal geschickt bekommen habe. Ohne Spaß. Und zwar schreibt die Sille reiten. Ein Mädchen schreibt: Hi Alex, also ich gucke bei Jungs echt immer auf die Augen, denn ich finde schöne Augen echt wichtig. Von Selina. Ah, hi Selina. Ja, ein sehr genereller Punkt, zu dem ich eigentlich gar nicht viel sagen muss. Ich meine, Augen sind schön. Ich hätte auch lieber blaue Augen eigentlich. Obwohl, eigentlich auch nicht. Bruh. Ja, Augen sind wirklich sehr schön. So, die Maris schreibt: Ich finde es total attraktiv an Jungs, wenn sie eine schöne Haarfrisur haben, die gut gestylt ist und nicht zu geschleckt wird. Und ich finde es geil, wenn Jungs lange Wimpern haben. Da habe ich mich echt gefreut, weil in der Schule haben mir immer alle Mädchen gesagt, boah, ich hätte echt gern so lange Wimpern wie du, weil meine Wimpern... Ich finde das an sich gar nicht so cool, weil früher war mir das immer total peinlich, dass ich so lange Wimpern habe, wie Mädchen das ja gern haben wollen. Aber meine Wimpern sind echt lang. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Oder sieht man das? Ich zoome einfach mal ran. Okay, ich weiß gar nicht, ob die immer noch so lang sind. Vielleicht sind sie auch kürzer geworden. Aber wir machen weiter. Die Nudel schreibt: Ich finde, jeder Junge hat so diesen einen Blick. Und wenn du dazu noch auf ihn stehst, boah, man könnte schmelzen, wenn er dich so anschaut. Ja, Mann, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Bei der nächsten Sache habe ich mich gefragt, Und zwar hat mir da ein Junge geschrieben: Bin zwar ein Junge, hört mal auch zu, bin zwar ein Junge, aber stehen Mädchen nicht so darauf, wenn man immer eine kleine Beule in der Hose hat? Welches Mädchen steht da bitte drauf? Und jetzt schaue ich mir mal sein Profil an und er ist 14. Ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Das ist, glaube ich, ich will mich da jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist nicht so. Das kommt eher schlecht rüber. Sehr schlecht sogar. Ganz, ganz schlecht. Okay, die nächste Sache kann ich auch voll und ganz verstehen. Nika schreibt: Wenn Jungs nicht nach den ganzen Klischees gehen, wie zum Beispiel Mädchen sollen die ganze Zeit putzen oder sowas. Was ich erstmal dazu sagen kann, sowas ist natürlich, sowas geht gar nicht. Also wenn man das ernst meint, geht das wirklich gar nicht. Aber das Ding ist, es gibt sehr, sehr viele Jungs, die meinen es wirklich nicht ernst, sagen es aber trotzdem einfach, weil es, ich will jetzt nicht sagen, witzig ist für den Jungen, aber schon so. Ich meine, ich würde niemals zu meiner Freundin sagen, ey, putz jetzt mal hier oder so. Das könnte, das ist, weißt du, das, keine Ahnung. Und warum lachst du jetzt da hinten? Und wenn ich das mal sage, dann meine ich das nicht ernst. Auch wenn ich hier mal wieder putzen sollte, beziehungsweise irgendwer. Die nächste Sache, das hört sich jetzt wahrscheinlich total blöd an, hört mal auch zu. Das hört sich total blöd an, aber ich finde es total attraktiv, wenn Jungs einen guten Po haben. Da achte ich immer als erstes drauf. Sie schreibt so mit so einem Jungen so, ja, hey, bla bla bla, schick mir doch mal bitte ein Bild von deinem Arsch. Da achte ich halt immer als erstes drauf. Aber okay, wenn das so ist, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben als Mädchen, ob da viele von euch drauf achten oder ob euch das egal ist. Wobei, an sich kann ich es schon verstehen, ne? Ich meine,
wenn es jetzt komisch aussieht so. Ach, egal. So, wir machen weiter. Wenn die Adern an den Händen herausschauen und wenn man das Schlüsselbein sieht. Das fand ich an sich etwas verstörend so, weil sich das so komisch anhört einfach, wenn man das Schlüsselbein sieht. Sieht man bei manchen Jungs nicht das Schlüsselbein? Das ist doch das Schlüsselbein, oder? Warum heißt das eigentlich Schlüsselbein? Ich meine, die Form eines Schlüssels hat es nicht. Fand das wäre witzig. So, die Lena hat mir geschrieben, ich finde es ultra süß, wenn Jungs so rote Wangen haben. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber haben das letztens mit ein paar Freundinnen festgestellt, dass wir das wirklich attraktiv finden. Rote Wangen. Habe ich jetzt rote Wangen? Okay, um ehrlich zu sein, das habe ich noch nie in meinem Leben so gehört. Aber, mein Gott, warum nicht? Kann ja sein. Okay, und noch ein Punkt. Wenn sie so tun, als würden sie was können, aber sich dabei wehtun. Leicht wehtun zum Beispiel bei Sportarten. Ich könnte ja jetzt mal wieder sagen, ich kann echt einen guten Handstand. Habe ich ja öfter schon mal gezeigt. Boah! Au. Und ich kann es ja vielleicht nochmal versuchen, hier einen Handstand zu machen. Okay, Leute, passt mal auf. Ich war früher in Touren echt immer gut. Warte. Ah, Mann, Alter! Ah. Jetzt bin ich rot im Gesicht. Ah, jetzt bin ich rot im Gesicht. Mein Oberschenkel, das war nicht gut. Ist das Sofa kaputt? Das Sofa kaputt gemacht. Ey, irgendwas ist echt kaputt. Hört sich das normal an? Nein. Zwei Tüte drin sein, oder? Ja. Repariert. Ja, Leute, so viel erstmal dazu. Ich glaube, das waren jetzt 10 Punkte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, also jetzt an die Jungs. Wie seht ihr das? Ich bin immer noch voll aus der Puste. Bei 15.000 Likes gibt es dann die nächste Folge. Checkt auf jeden Fall hier Vibe vorbei, vibeclothing.com. Wenn ihr noch nichts bestellt habt, gerne. 1 Euro wird ab jetzt immer gespendet an einen guten Zweck. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr. Haut rein. Ciao.